Servus Leute, heute habe ich für euch einen Customs Raid in dem Format Zero to Hero. Auf meinem zweiten Account war ich unterwegs und bei Zero to Hero geht es darum, mit ganz wenig Gear zu starten. In dem Fall bin ich mit einer Makarov mit 84 Schuss unterwegs und sonst nichts und mich dann hochzuarbeiten und möglichst viel Gear aus dem Raid rauszuholen. Und in dem Format, ja, es ist so, man stirbt viel, man muss viel Glück mitbringen, aber hin und wieder, wenn es dann läuft, wenn man das Glück mitbringt, dann hat man dann echt spektakuläre Raids und das war einer davon. Ich will euch nicht zu viel spoilern, schaut es euch einfach an, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und hat auch echt viel Spaß gemacht, den Raid zu spielen. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben natürlich und einen Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. So, okay. Wo fangen wir an? Erstmal ein Scav töten, ne? Geh mal in die Tanke. Endurance Level ist da echt gut. Also sollten alle Mets dabei sein, dass ich möglichst nichts mitbringen muss. Oder ihr sagt es mir vorher. Und ich müsste halt kämpfen können, ne? Das ist wichtig. Jetzt nicht so, keine Ahnung, nackte Revolver-Shotgun oder so. Irgendwas, was ich normal nicht spielen würde, aber mit dem man sich zu Wehr setzen kann. Ist das eine PPSH? Ein Traum. Und das Messer brauche ich? Für was? Upgrade. Makarov auf PPSH. Oh, da oben liegt ein. Da! Makarov Main. Okay. Wollen wir als nächstes direkt in die Dorms jetzt einen schießen? Komm, wir probieren's. Oh. Den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Klaus, danke für die 500 Pizza in den Screamer. Guten Morgen. Den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Oben liegt der Sniper-Scav. Machen Sie einfach Zero to Hero all in. Wir haben eine PPSH. Wir zerstören jetzt jemanden. Scheiße. Nein, 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 triff mich ja nicht, triff mich ja nicht. Das brauche ich auch für was? Final Transfer, okay.
Okay, ich habe halt keine Range-Waffe, deswegen auf in die Dorms. Aber ich habe jetzt zwei Nahkampfwaffen, das ist schon mal gut. Wenn die Ding leer ist, nehme ich... Oh. Die Tür war gerade noch zu. Aber keine Kopfhörer, ne? Ich höre da drin nichts. Ist die Tür auf. Go! Sven, mach's gut, servus. Hey Lodge, schön, dass du vorbeischaust, wie geht's? Weiß nicht, ob ich da hinten was gehört habe, also. Da hinten einer rumgammelt. Könnte sein, weil eigentlich die Tür ist hier offen, aber kann auch ein Scav gewesen sein. Easy. Danke. Halt. Das ist der Level 62. Hauptsache die GP5-Maske dabei, okay. So. Ja, mal so. Mal so. Gut. Bloß kein Painkiller. Auch günstige Waffen killen, ja. Ich wollte auf die Beine gehen, Vidolina. Das war Absicht auf die Beine. Ich habe, glaube ich, sein Gear registriert und habe dann auf die Beine gezogen. Der hatte noch ein Med, glaube ich. Raus? Wir gehen raus. Bringen das raus. Ist ja irgendwie das Ziel, oder?
müsste doch, der hat noch jemanden. Ich will da hoch, ey. Ja, das tust du, Fredo. Hey, Schinkenrandale. Willst du mich verarschen? Ist das ein Scav? Meint ihr, ich hab den Typen hier unten genadet? Ich dachte, das wäre der Typ hier, aber... Okay, da hockt er wohl. Kleine Ratte, hockt einfach im Busch. Was macht der? Oh, das ist... Ohne Scheiß, Level 62 Teammate, übelste Buschratte. War richtig übel. What the fuck? Was ist eigentlich los mit euch? Ja. Привет. Ey. Junge. Schock des Gauns und keiner von denen hat Painkiller einstecken. Danke für den Follow, willkommen. Ey. Wow. 57. Hey, Fischer, servus. Eigentlich wollte ich hier aus dem Fenster schauen. Also war der ausgetimed? Ich habe keine Ahnung. Hat er einmal geschossen? Der hat nicht mal geschossen. Muss ich noch marken? Nee, muss ich nicht. Ey.
Nimm die Geselle, du zerstörst meine Nerven. Ich habe so viele verdammte Rüstungen. So, okay, ja. Er ist runtergegangen. Ja, von unten war das definitiv nicht. Der hier unten ist halt die übelste Buschratte. Aber vom Allerfeinsten. Buschratte Deluxe ins Quadrat. Bin schon mal raus und ja. Keine Ahnung, ob der noch da hinten ist. Ein paar Nades, ja. Ich müsste noch einmal wissen, wo er in etwa ist. Jetzt habe ich ja ein paar Nades. Hier drüben hat es gerade angelegt. Ah, da ist er. Was für Schimmler, ey. Junge, das sind drei? Okay, ist schon recht. Eieiei. Let's go das Abeek for Miss Diesel Action. Heart, heart. Lodge, danke schön für den Prime. Im sechsten.
Danke für den Prime und sehr freundlich, dass du ihn bei mir lässt. Willkommen zu genau wo Falle. Oh, ein Painkiller. Mein Gott, Alter, was ist das für eine Truppe? Kein einziger hat einen Painkiller einstecken. Er ist tot! Ciao, die Nate hat ihn. Er ist tot. Ah, lucky. Oh, die war Zucker. Die war Zucker. Hammernade. Hörnchen, danke schön für den Prime. Im 14. Willkommen zu Gnabo-Falle. Danke für den Support. Die war echt nicht so verkehrt, die Nate, ja. Danke für den Support und dass dein Prime bei mir lässt. Wie geht's da aus? Die war Zucker, die Nate. So. Ich glaube, jetzt können wir dann mal Schluss machen hier mit Zero to Hero, oder? Was denkt ihr? Eieiei. Ich spiele nicht das erste Mal, ja, das ist wohl richtig. Eieiei. So, was haben wir hier drin? Oh. Alright. So far so good. Okay, ich dachte dafür, dass einer noch außen campt, waren es dann auf einmal drei, ne? Ich meine nicht, dass hier noch irgendwo einer ist. Naja, mehr Granaten braucht das Land. Oh Gott, die Rüstung muss ich mitnehmen, ne? Es hilft nichts. Es hilft nichts. So. Wie viele Max? Ich spiele Zero to Hero. Alles nicht meine Max. Ich habe mit der PM-Pistole angefangen. Wieso geht er eigentlich so auf meine Max ab, Carry? Was ist da los? Viel hilft viel. So, haben wir den Kollegen. Habe ich jetzt schon alle gelootet? Na, ich auch schon, ne? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das gönnen wir uns. 65 Kilo, ich glaube, wir gehen langsam. Klicken einmal den Arm. Ein Mule wäre schön, ja. Hatte leider. Von denen hat nicht mal einer irgendwie Painkiller dabei. Dann machen wir uns nichts vor. Wäre schon ein bisschen viel. Alles safe im Container, ja. Bisschen sparen, wenn man stirbt. So. Joa, ich hoffe mal, das verdammte Boot ist offen. Das hätte was. So, Level 65, Doktor? Keine Ahnung. Weh, hier asselt jetzt noch einer, ey.
Scrumble, ja, ja, ist schon richtig. Aber ich würde immer Vaseline nehmen. Ey, fuck, wieso renne ich eigentlich? Dafür, dass ich nach dem ersten Kill raus wollte, sind es noch ein paar mehr geworden. Ja, übers offene Feld schneller zu sein, ist nicht verkehrt. Essen, trinken geht noch, ne? Ja. Dass ich hier einfach mal umfall. Ja, die wollten es aber auch alle wissen, ne? Gut, dass ich nicht einfach rausgelaufen bin nach dem ersten, weil da war halt echt eine Dreiergruppe. Bitte sei einfach offen. Bitte, Boat, sei einfach offen. Ich hab keinen Bock auf. Ich hab keinen Bock rüber zum Roadblock zu laufen. Ja, ich habe einen im Busch gehört. Das war der mit der Vector. Die haben auf jeden Fall alle zusammen gehört. Komm schon. Das ist, glaube ich, kein Rauch. Ah. Ah, es schmerzt. Ich muss rüber. Now. Warum pushen die nicht zu dritt? Ich glaube, denen ihr Plan war, außen um die Dorms zu warten, bis ich abhau. Mehr Kohle hätte ich auch nicht fürs Auto, ne? Leveln mal der wenig Stärke. Fettes Gear looten, trotzdem meckern. Ja, weil es schwer ist. Könnt ihr mal bitte gutes Gear leicht machen? Wäre viel besser. Brauche ich nicht da, stimmt. Hauptsache, ich habe die Makarov noch dabei. Hier, halt meinen Ehren. Eigentlicher MVP war die PPSH. Sag mal, wie es ist. Die PPSH war MVP. Ist dein Kabel? Oh, das dauert halt jetzt echt extra 5 Minuten darüber, ne? Ein Königreich für einen Mule Stim. Hi IQ Player. Es gibt keine wirkliche Anfängermap. Du spielst einfach, wo die Quests dich hinleiten, also fängst du mit Customs an. Die ersten Raids gehen meistens auf Customs. Und dann, ja, wirst du weiter geleitet. Boah, ist das nervtötend, ey. Ja, nicht zu viel offline spielen, da hast du nicht so viel von. Ja, Anfänger-Maps gibt's einfach nicht, ne? Gibt auch keine Anfänger-Server. Es ist einfach, als Anfänger kriegst du aufs Maul, egal was du machst.
Das ist die Realität. Ja, ja. Rennen und warten bringt nichts. Ja, keine Ahnung, ey. Ich glaube, das ist genauso. Hm. Ist schon krass, wie langsam er ist, wie weit die Wege werden. Komm, regeneriere, kann ich in Exit rennen. Doch, geht schon, Winkler, aber wenn ich so voll bin, nach dem Kriechen stehst du auf, ist die halbe Ausdauer wieder weg. So grundsätzlich geht es schon, ja. Hocken, warten, hocken, warten, hocken, warten, hocken, warten. So sieht's aus, Scarface. Danke für die 200 Bits. Hocken, warten. So. Naja, 5 Kills bei Zero to Hero. Hier schön Level 62 mit der PPSH in die Beine geflext. Der ist werden glücklich. Ja, ich glaube, das war ein Zweierteam. Ah, der war. Also die Namen. Das war ein Zweierteam. Machen wir mal Hallo YouTube hier. Komm, macht mal Hallo YouTube im Chat. Es war doch eine gute Runde. Zero to Hero at its best. Also viel besser hätte es nicht laufen können. Hier schön mit der PM-Pistol angefangen, PPSH, Ash-12 und dann eine RD-704. Und noch einen kleinen Wok-Kill zwischendrin. Nice, war sogar für die Quest. Schön, hallo YouTube. Genau. Und Gott, danke fürs GG und die 100 Bits. So. Dann, mal weiter hier. Chat wieder aus. Machen wir noch eine Runde Zero to Hero. To get up.